Fakteneintopf. Heute Karneval. Wo findet der vornehmste Karneval der Welt statt? Und warum gibt es zum Fasching fettiges Gebäck? In Deutschland werden an Karneval gerne Krapfen und Schmalzgebäck gegessen. Die Tradition geht schon Jahrhunderte zurück. Weil nach dem Karneval die Fastenzeit beginnt, aß man sich an den fetten Leckerbissen satt. Beim Karneval in Rio de Janeiro gibt es schwarze Bohnen mit Fleisch, die Feijoada. Und in New Orleans gehören aufwendige Kuchen, die King Cakes, zum Karneval dazu. Diese werden mit Zuckerguss bunt glasiert und mit Früchten und Käsecreme gefüllt. Außerdem wird eine kleine Babyfigur mit eingebacken, um die heiligen drei Könige und die Tradition des Schenkens zu ehren. Wer das Kuchenstück mit der Figur erhält, hat die Pflicht, die nächste Cake-Party auszurichten. Bei den Schweizern beginnt die Fastnacht in Basel schon um 4 Uhr morgens mit dem Morgenstreich und vielen maskierten Flötenspielern. Im Kanton Tessin gibt es eine kulinarische Besonderheit, die Risottata, ein gemeinsames Risotto-Gelage. Den vornehmsten Karneval gibt es in Venedig. Am bekanntesten sind die aufwendigen Masken. Die Tradition geht auf die Commedia dell'arte zurück, eine Form der italienischen Volkskomödie. Die Italiener lieben zum Karneval ihre Ciacere, ein frittiertes Gebäck, das wurde früher in Schweineblut, wird aber heute in Schokoladensoße getunkt. We'll be right back.